heute eher wie Resilienz. Resilienz wird auch mit psychischer Widerstandsfähigkeit übersetzt. Das bedeutet, dass ein Mensch mit einer hohen Resilienz die Fähigkeit besitzt, positiver mit negativen Ereignissen umzugehen und ihre psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten bzw. schnell wiederherzustellen. Das Gegenteil von Resilienz ist die Vulnerabilität, also die Verletzbarkeit und Verwundbarkeit. Ein Mensch mit einer geringen Resilienz, also einer hohen Vulnerabilität, hat eine geringe Widerstandsfähigkeit und ist somit für psychische Erkrankungen, wie beispielsweise ein Burnout, anfälliger. Bildlich gesprochen kann man die Resilienz auch als ein Schutzschild sehen, welches den Menschen vor psychischen Erkrankungen und Einschränkungen schützt. Das Praktische: Resilienz ist keine unveränderbare und angeborene Fähigkeit, die manche Menschen haben und manche Menschen nicht. Das heißt, Resilienz kann gefördert und gestärkt werden. Das Schutzschild kann also vergrößert und stabilisiert werden. Aber welche Faktoren beeinflussen die Resilienz? Ein Faktor ist die Selbstwahrnehmung. Der Mensch kennt seine Stärken und Schwächen. Ein zweiter Faktor ist die Selbststeuerung. Der Mensch kann seine Emotionen regulieren und somit Krisen bewältigen. Ein dritter Faktor ist die Selbstwirksamkeit. Der Mensch hat die Zuversicht, sich helfen zu können und handelt lösungsorientiert. Ein vierter Faktor sind die sozialen Kompetenzen. Hierzu zählen vor allem Beziehungen zu anderen Menschen wie der Familie und Freunden. Ein fünfter Faktor sind die Problemlösefähigkeiten. Der Mensch löst Probleme. Diese Erfahrungen sind wichtig, um auch zukünftig nicht vor Problemen davonzulaufen. Ein sechster Faktor sind adaptive Bewältigungsstrategien. Der Mensch hat Ablenkungs- und Entspannungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Hobbys. Wenn du Interesse an einem ausführlicheren Video zu dieser Thematik hast, dann lass mich das gerne in Form einer positiven Bewertung oder in Form eines Kommentars wissen. Wenn du das Video über die Playlist schaust, dann startet das nächste Video automatisch. Falls du dieses Video nicht über die Playlist schaust, dann klicke hier für das nächste Video zu dem nächsten Buchstaben.